Das Hundertwasserhaus in Magdeburg, auch als die grüne Zitadelle von Magdeburg bekannt, wurde im Jahre 2005 nach zweijähriger Bauzeit fertiggestellt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Hundertwasserhaus in Magdeburg ist das letzte fertiggestellte Projekt des 1928 in Wien geborenen Künstlers und Architekten Friedensreich Hundertwasser. Für Hundertwasser waren Wohnungen und Gebäude, neben seiner natürlichen Haut und der Kleidung, die dritte Haut des Menschen. Seine Architektur kann als Protest gegen die Geometrisierung des Menschen gedeutet werden. Mit seinen Gebäuden wollte der Künstler Architektur, Mensch und Natur in Einklang bringen. So finden sich im Hundertwasserhaus in Magdeburg Bäume als sogenannte Baummieter. Auch Blumenwiesen haben auf den Dächern und Rampen einen Platz gefunden. Das individuell und kreativ gestaltete Gebäude beherbergt neben einem Hotel und einem Kindergarten auch Wohnungen, Praxen und Büros. Die Innenhöfe mit Ladengeschäften und Cafés laden die Besucher zum Flanieren und Verweilen ein. In einem eigenen Theater finden bis zu 250 Gäste Platz. Die Räumlichkeiten können für kulturelle Veranstaltungen, wie auch für Seminare, Tagungen, Ausstellungen, Betriebs- und Familienfeiern genutzt werden. Der Bau des Hundertwasserhauses, auf Initiative der Wohnungsbaugenossenschaft Stadt Magdeburg von 1954 EG entstanden, war in Magdeburg nicht unumstritten. Es gab Befürchtungen, dass sich das Gebäude nicht in die bestehende Bebauung einfügen würde. An dieser Stelle stand zuvor ein typischer DDR-Plattenbau, der zunächst als Projekt Hundertwassers umgestaltet werden sollte. 2002 realisierte die Gero AG dann den Neubau, eben die grüne Zitadelle von Magdeburg. Das Hundertwasserhaus kann im Rahmen öffentlicher Führungen besichtigt werden. Hier erfährt der Besucher alles über die Entstehung des Gebäudes, von der Grundsteinlegung bis zur Fertigstellung. Nähere Auskünfte über die Geschichte des Hauses, über die Intentionen Friedensreich Hundertwassers und über die Führung sind in der Information des Hundertwasserhauses erhältlich.